Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Ocean's Heart. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten vier Folgen, Mensch, hat mir das Problem bei mir gehabt, dass leider der Ton nicht mit aufgenommen wurde. Und naja, kann ich jetzt leider nicht ändern. Und zwischen der letzten Aufnahme und dieser wollte ich eigentlich schauen, wie wir dann mit der Story weiterkommen. Und habe mich hier ein bisschen umgesehen gehabt und leider aus Versehen gespeichert gehabt. Ich habe es geschafft gehabt, den mittleren Monolithen halt zu öffnen, den Weg. Und dann war ich dann halt da links in dieser Höhle drinne, wir jetzt sonst die ganze Zeit zu führen. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz. So, schon mal ein bisschen besser. Ist nicht mehr ganz so laut. Muss ich dann nochmal runterregeln im Allgemeinen. Habe ich dann die Monolithen in der richtigen Reihenfolge gedrückt? Ich glaube, das hier war der zweite. Und unten hier war der erste gewesen. Bei der Hütte konnte man halt. Nee, das schon einfach nicht mal reinfallen. Also, man musste einfach nur von rechts nach links wegen irgendwie die Monolithen drücken. Man erkennt das auch relativ einfach anhand, glaube ich, der Striche, wenn ich mich rechnen soll. Ich gucke nochmal schnell. Und dann war es das eigentlich schon gewesen. Genau, hier waren zwei nach unten, da waren zwei nach oben. Ich glaube, hier oben gab es noch einen. Irgendwo, genau. Der musste, glaube ich, ganz zum Schluss. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Ich wollte es gerne eigentlich in die Aufnahme nehmen. Hat es aber leider nicht geklappt, weil das Spiel hatte wieder mal zuvor schnell gespeichert. So, stimmt, genau, das war der erste, dann oben rechts der zweite. Man hört ja hier, man kann an den Dingern interagieren. Und kurz danach, öffnet sich dann halt in der Mitte das Teil, kommt man in den nächsten Teil und man kriegt, glaube ich, dort ein Herz, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. So, wir gehen weiter mit der Hauptstory weitermachen. Und zwar gibt es aktuell, zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel jetzt hier wieder weiter aufnehme, leider noch nicht die Möglichkeit für einen neuen Patch. Also dementsprechend ist das Problem noch immer vorhanden mit dem nicht möglichen Öffnen der verschlossenen Tür in der deutschen Sprache. Das ist aber kein Problem, denn wir gehen jetzt alles mal gemeinsam zurück, stellen das Spiel ganz kurz auf Englisch um. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir dann dort weiterkommen. Ich frage mich jetzt natürlich, wo wieder Lilly war, weil sonst hätte ich doch hier schön abkürzen können. Aber ja, gut. Dauert das halt alles gleich nochmal ein kleines bisschen länger. So, ja, komm. Aua. Ah. Ich von hier aus rüber springen, echt? Nee. Also wäre wahrscheinlich gegangen irgendwie, aber boah, warum springt der mal unten? Geht auch. Zack. Sehr fein. Jetzt muss ich überlegen, wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, was von hier oben? Nee, war es nicht. Es war wirklich von unten. Oh, ich hasse es, wenn ich hier runterfalle. So, abgekürzt. So nicht einfach. Oh, die Dinger geben echt auf den Keks, ey.
Halt. Wie war der denn? Da bin ich blöd. Oh. Werden wieder zurückholen. Achso, wieder an die Steuerung hier gewöhnt. Der Kratzer. Genau. So, wir sind jetzt hier auf der Königshöhe. Haben wir hier schon geöffnet. Und in der letzten Folge war es auch wirklich so, wir hätten hier den Schlüssel. Und aufgrund wirklich dadurch, dass der deutsche Text hier ein bisschen länger ist als im Original, ist es halt so, dass man hier auf die zweite Seite überglitscht und es bringt einem halt nicht weiter. Dementsprechend machen wir hier einmal kurz beenden. Ja. Kurz die Sprache auf Englisch umstellen. Zack. Weiter. Was? Warum bin ich jetzt hier hinten? Ach, ihr wollt mich doch fahren ohne piepeln, wa? Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg... Warum speichere ich denn an dem bestimmten Ort und komme dann nicht da wieder zurück? Was ist denn das für eine Kürze? Meine Fresse, ey. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Village. Und ist schon interessant, dass dann im Englischen dann sozusagen das wirklich so riesengroß ausgeschrieben wird. Muss ich sagen, finde ich die deutsche Variante doch ein bisschen besser. Das ist dann halt nicht ganz so aufdringlich, aber... Geh mir bloß weg, du! Und die Königshöhe heißt Kingstown Isle. Okay. Oh, nochmal ein paar Bären. Nehme ich alles gerne mit. Und jetzt. Genau. Es gibt einen geheimen Schlüsselloch. Und tada! Genau das, was wir wollten. Dementsprechend, dass wir jetzt hier drin sind, können wir wieder speichern. Und dann müssten wir... problemlos wieder hier drin sein. Sehr schön! Das heißt, jetzt sind wir in der Königshöhe im Grab. Gucken, also wahrscheinlich werden wir hier nicht ankommen. Sagt halt aber nur aus, dass da wieder ein Pirat ist, war. Die Bodenplatten sehen doch schon mal ein bisschen komisch aus, hab's doch gewusst. Skelette! Kriegen wir keine Knochen, okay. Komm, geh weg. 20 Kronen! Oh, da gibt's noch eine Tür, die so nicht aufgeht, na toll. Warum nicht? Ziegen klappt auch nicht. Irgendwo wahrscheinlich wieder was öffnen. Oh Gott. Unten, oben, links, rechts. Noch ein Schalter. Links ist eine verschlossene Tür, da gehen wir mal nicht lang. Gucken wir sowieso nicht, dann gehen wir mal hier weiter. Fangen wir von oben nach unten an. Warte mal, kann ich? Okay. Toll. Klappt nicht. Hätte ja mal funktionieren können, dass man die vielleicht ein bisschen brüchiger macht, aber okay.
offenbar kriegen wir aber hier, wie es scheint, Pfeil und Bogen. Denn da war auf jeden Fall eine Scheibe zum Abschießen. Rechts im Raum. Und dann gucken wir uns. Magier. Oh, ein süßer Magier. Ein bisschen rosa. Hat mich ein bisschen an Hello Kitty erinnert. Okay, an den Särgen können wir nichts machen. Lala. Oh, einer. Der sich auch mal wehren kann. Hey. Penner. Puh. Und ein Schlüssel. Okay, jetzt haben wir den ersten Bereich geöffnet. Jetzt ist die Frage, ob ich mit dem Schalter aber zum Beispiel hier oben eine Tür geöffnet habe. Nein, nicht. Okay. Mit dem Schlüssel müssen wir auf jeden Fall nach oben links lang. Was anderes macht keinen Sinn. Da links kommen wir nicht weiter. Komm her, können wir vielleicht noch was? Aha. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr nicht mal ein paar Knochen fallen lassen? Aber warum geht's hier schon wieder nicht weiter? Ich meine hier oben links. Gut, ich beschwöre mich nicht. Noch ein Schlüssel. Okay. War das vielleicht gar nicht mal so doof, dass wir hier lang sind? Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir beide Schlüssel benötigen. Den hatte ich gar nicht gesehen gerade. Salzkerzen. Ob ich die jemals nutzen werde? Ich glaube eher nicht. Ich drücke mal den falschen Knopf. Vielleicht sollte ich erstmal so umswitchen, genau. Hm. Hier ist eine verblichene Schrift. Obwohl er immer noch den Ozean versklavt, werden die vom Meerkönig hingemetzelten Seelen. Hm. Mehr kannst du nicht entziffern. Okay, wir müssen nach rechts. Es war doch gut, dass wir den Schlüssel dabei hatten. Kann ich hier irgendwo abkürzen? Okay, es geht quasi mittig durch, aber es gibt nichts weiter. Okay, okay, eine große Truhe. Zehn Pfeile. Und das heißt doch schon, dass wir hier Pfeil und Bogen bekommen haben. Sehr schön. Wir haben gleich 51 Stück. Oh, das gefällt mir. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir denn hier hin? Genau, wir hatten links nochmal einen Bereich, wo wir hätten schießen können. Und hier die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Da sind wir auch frage, wie lange sind denn die Dinger auch offen? Okay. Hier bringt uns erstmal nichts. Dementsprechend müssen wir oben links weiter.
Ich höre jetzt aus. Okay, da drüben wird der Schlüssel sein. Oh. Macht doch schon ordentlich Bums. Gespannt, wo ich dann als nächstes rauskomme, weil wenn wir jetzt hier rechts. Ob unten nochmal ein Weg? Ne, ich glaube nicht. So, Freundchen. Ah, kannst du nicht aufhalten. Hahaha. Okay. Ein paar Hanseln. Schon wieder ein Schlüssel. Das war jetzt mal einfach. Toll. Direkt reingelaufen. Ich dachte, ich wäre noch schnell genug. Dem war aber nicht so. Gut, aktuell ist das Schwert auch noch stärker wirklich als der Bogen. Und trifft's den denn noch? Nö. Hey. Toll. Okay, man kommt doch rüber. Hab ich schon gerade gefragt. Halt jeder zweite erst. Hä? Ach nee. Jetzt kommt davon wieder mal. Man echt die falsche Knöpfe drückt. So, Freundchen. Wo ist jetzt was geöffnet? Wo, wo, wo? Ach, da unten vielleicht. Okay. Wick, 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 wick. Oh, die geheime Höhle. Warte mal. Soll das heißen, ich komme hier nicht runter? Ah, den ganzen Weg wieder zurück. Ihr wollt mich doch verhunepiepeln. Nicht mehr hier kann ich runterhüpfen. Ich hasse es. Gab's ja nur die Truhe, genau, nur Truhe bringt mir nichts. Ab nach Süden. Wieder da. Da bin ich mal gespannt, was es jetzt hier drin gibt. Was soll er? Was ist denn das für ein Pfeifen, sei sich? Oh, okay. Ein Blitz und ein Pfeil hat gereicht. Meine Fresse. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hey, wir kriegen mehr Lebensenergie, toll. Ganz klasse. Jetzt sind wir hier draußen.
Ein Pirat, na Freundchen, hä? Captain Thymian, endlich habe ich dich gefunden. Ich heiße Tirja und komme von der Kalksteininsel. Was soll denn die Kalksteininsel bringen? Ich weiß, Alter. Wie lange ist es her, dass ein Schwarzbart auf diese Insel geschickt hat? 6 Monate? Genau. Ihr habt die Taverne meiner Familie fast niedergebrannt und meine Freundin entführt. Wo ist Hazel? Kind, tut mir leid. Schau, ich war ein Mitglied des Piratenrats, einer Gruppe Kapitäne, die Schwarzbart um sich versammelt hat. Er hat meine Piraten ausgeschickt, um auf der Suche nach einem magischen Amulett alte Schreine zu plündern, das wir dann auf dem Fichtenhöft gefunden haben. Gleich nachdem ich das Amulett Schwarzbart geschickt habe, ist noch jemand von der Kalksteininsel hier aufgetaucht. Hatte deine Nase. War das dein Vater? Ja, auf jeden Fall hat er meine Piraten ziemlich aufgemischt. Mich hat er dann auch besiegt und diese Hazel gerettet. Meine Piraten haben mich danach verlassen. Meinten, sie hätten die Nase voll. Wollten nicht mehr für den Piratenrat arbeiten. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das Piratendasein aufgegeben. Verstecke mich nur hier und hoffe, dass mich Schwarzbart nicht findet. Aber ich habe nachgedacht und bereue meine Taten. Deshalb sage ich dir Folgendes. Hazel und dein Vater sind nach Eichenkort gesegelt. Keine Ahnung warum, aber vielleicht findest du sie dort. Du bereust also wirklich, dass du für Schwarzbart gearbeitet hast? Ich war mir so sicher, dass ich gegen dich kämpfen werden müsse. Dein Vater hat mich im Kampf so vernichtet, dass ich meine Kampfeslust verloren habe. Das ist doch ein Grund. Wenn ich Schwarzbart nicht helfe, dieses Herz der See zu finden und ich keine Knochen habe, um sie auf den Meeresgrund zu schicken, um die Monster in der Tiefe zu bekämpfen, dann... Oh nein. Oh, Gavrino, echt schön, dich zu sehen. Schwarzbart hat seine Assassinen wohl nicht geschickt, um zu sehen, ob es mir gut geht. Nee, hat er nicht. What the fuck? Tut mir leid, wenn du mich auch mit Typen ein Hühnchen zu rupfen hattest. Ich bin beeindruckt, dass du ihn gefunden hast. Wenn du dein Könnier für den Piraten einsetzen willst, wende dich an mich. Nein. Puh, okay, na gut, das war... na gut, reiß dich zusammen, Tier. Du schaffst das. Du bist so nah dran, wie noch nie Papa und Hazel aufzuholen. Und jetzt weißt du, dass es Hazel gut geht und du weißt, wohin sie gereist sind. Du bist so nah dran. Ich muss nur nach Eichenport reisen. Und dann werde ich schon sehen, was ich mache. Um diese Piraten muss ich definitiv meiden. Oder, naja, wenn ich mich wie Papa der freiwilligen Flotte anschließen will, dann darf ich sie nicht meiden, sondern muss sie finden und aufhalten. Ein Schritt nach dem anderen. Sehr schön. So, dann gucken wir uns nochmal an, was es hier unten gibt. Sehr fein. Du hast einen Entwurf für eine Art explosive Pfeife gefunden. Die Beschreibung ist zu kompliziert für dich, aber vielleicht kann sie jemand für dich herstellen. Oh ja, ich glaube schon. Schade, ja, explosive Pfeile könnten wir irgendwie herstellen. Gucken wir uns mal gleich mal im Aufgabenbuch an. Nebenaufgaben. Genau, die alten Haine hatten wir noch. Die Runensteine müssen wir immer noch finden, genau. Thymias Bomben, du hast in der Sanduhr feste Pläne für explosive Pfeile entdeckt. Suche jemanden, der sie für dich fertigen kann. Wolframerz? Warte mal, ist das dann nicht... Kann ich das dann nicht im Dings machen? Oh Gott, wo war denn das? Scheiße. Ist gerade echt nicht mehr. Genau, und die Sanduhr-Piraten Garbo und hatten wir schon abgeschlossen. Die Spur wird heißer. Hazel und Papa sind nach Eichenport gereist. Sieh dich in Eichenport um. Die Insel liegt im nordwestlichen Teil des Meeres. Ja, Freunde, und damit bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und sage nur noch ciao, ciao.